Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aram in League of Legends. Ja, besser gesagt, League of Legends und im Spielmodi Aram. Ja, ich musste gerade zwei Folgen wegschmeißen, weil mein System mich selbst verarscht hat, weil es einfach, sagen wir, die Zähne nicht gewechselt hat, obwohl ich 10 Wechsel gedrückt habe und dadurch meine ganzen Aufnahmen zerstört waren. Es ist immer geil, wenn sowas passiert. Ich bin auch übelst abgefuckt davon, weil ich seit 2 Stunden aufnehme und nichts klappt in diesem Drecksprogramm. Nein, eigentlich ist das geil, aber ich hasse es. Ich kann halt keinen Quellenwechsel machen. Ich müsste einen 10-Wechsel machen und der 10-Wechsel funktioniert manchmal nicht. Meine Fresse. Sowas stört halt insane, finde ich. Sowas stört mich halt insane. Vor allem muss die ganze Sache noch rendern, aufnehmen, schneiden, rendern und dann noch die ganzen Thumbnails erstellen, Videobeschreibung erstellen. Ich bin Rash und die Gegner haben ein sehr, 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 sehr gutes Team. Egal, wenn die uns vermutlich aus dem Leben knallen werden. Egal, mal schauen, was wird. Mal schauen, ob ich meinen inneren Thresh channeln kann. Weil eigentlich bin ich ziemlich gut mit Thresh. Muss man sich halt ein bisschen merken, konzentrieren. Aber sonst ist das eigentlich okay. Muss ich kommentieren, dass ich gerade, obwohl ich meine Kugel getroffen habe, nicht. Ich guck mal interessant. Aber Thresh ist eigentlich ein super Champ. Man muss halt die Minion. Oh, ich hasse Vega ein. Der Cage ist so insane nervtötend einfach. Wie gesagt, eben hat mich interessiert, dass meine wenig reaktivieren konnte. What the fuck, woher kommt der Schaden? Ich finde es. Was für ein Scanning manche Champs haben. Was ist das angeht? Die Name ist auf jeden Fall ein relativ guter Spieler. Heißt, wir müssen versuchen, mit unserem inneren Skill das auch auszugleichen. Das ist jetzt ein bisschen schwer, weil die Minions immer im Weg stehen. Alter, seitdem ich diese neue Tastatur habe, läuft es für mich in League of Legends nicht. Meine Hand war falsch positioniert, weil ich auf einmal links noch Makro-Tasten habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so krass auf meine Handstruktur auswirkt. Weil ich dadurch manchmal W drücke, obwohl ich Q drücken möchte. Mann, haut doch die scheiß Minions mal weg, ihr Ottos. Ihr seid doch unsere Range-Kämpfer. Ich check das manchmal nicht. Ey, wir haben einen Assassin. Aber der kann nur dann angreifen, wenn die Minions weg sind. Ja, Minions angreifen? Nah. Lass uns das ganz so wegpushen dadurch. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen Team-Dings. Also ich könnte sagen, Ping noch. Ja, Ping bringt da nichts. Ich muss der Fähiger mit den stark.
Ey, das habt ihr auch gerade gesehen, ne, die Hitbox. Was war das denn für eine Hitbox? Ich hab an Mini vorbeigeguckt, aber das hat trotzdem das Minion genommen. Ohne den Champion. Lol. Ah, der Auto-Attack ist strong. Das Gehen ist eigentlich useless. Das wäre aber auch. Eigentlich sind alle ein bisschen useless. Naja. Ich werde auf jeden Fall mit dem hier halt auf das hier gehen. Nein. Okay. Ah, haben die Minions im Weg gestanden, bevor ich meine Spells hätten nutzen können. Wir gehen aber schön auf AP Pro, was extrem nervend ist. Weil dagegen kannst du halt nicht so gut was tun. Um uns nochmal. Ja, Da wurde ich einfach outplayed. Ich habe ganz sicher nicht einfach nur 800 Schaden von Vega bekommen. Ja, hätte ich besser spielen müssen. Dass meine Crew auch wieder den Minion trifft, anstatt der Champ, der in mir steht, ist auch wieder so typisch. Ja, ich werde das hier auf jeden Fall gehen. Das ist dumm, wenn ich das nicht. Aber alles mit seiner Zeit hat. Nami und so. Ich bin halt die Nami. Macht halt einiges aus. Und halt. Eieiei. Mein Team hat niemanden gekillt. Das zeigt auch von Schwäche. Schaden. Also 2400 Net. Alter, jetzt haben die wieder nicht gedodged. Ziemlich dumm von mir. Ja, richtig grob. Weil er da nicht geultet hat, konnte der halt der andere halt flashen.
Ich hab leider das ganz klar, was ich. Ich find's cool, dass ihre E halt auch wieder wie Yasuo E ist. Ja, natürlich kann man sagen, muss mich beschweren. Warum beschwere ich mich ganz ehrlich? Ja, weil es halt immer wieder auffällt, dass das manche nicht sagen. Muss ja irgendwas kommen. Wie gesagt, mein Plan ist es jetzt, das hier zu bekommen und dann auf Full Match Resistance so einfach noch reinzuballern. Weil Amok kriege ich ohne Ende. Und auch Magic, also auch. Ein bisschen Movement Speed am Start. Okay, das Item ist nicht das. Ist durch die Trap gelaufen. Das ist wieder die Funktion, wo ich mit nicht rechnen kann. Ich kann nicht damit rechnen, dass der Champ durch die Trap gerade kauft. So, das sind Sachen, die muss man wissen. Wusste ich aber nicht, weil ich halt mich auf Regen. Sonst ist es eigentlich entspannt. Ich mag das Spiel auch, aber ich finde das halt Matchmaking scheiße. Das wollte ich ehrlich nicht kaufen, aber es ist auch egal. Die Kälte von der Fit, die Klöpfe hat nicht drauf. Ich müsste die viel weiter außen platzieren. Und vor allem erst dann platzieren, wenn der Champ kommt. Du kannst die ja sogar platzieren, bevor der da ist. Also du siehst ja, wo der landet. Wisst ihr, was ich meine? Aber das sind alles Dinge für die Zukunft. Jetzt holen wir uns ein bisschen mehr Movement Speed. Flight. Ist Flight nicht Rückzug? Wenn ich. Ich hab sogar übelst misplayed. Okay, dass ich da jetzt wieder vom Turret angegriffen werde. Na, das ist aber auch wieder.
Eigentlich das. Magic Damage und dann das. Ich fliege alles. Was? Und executed. Gut, den Item hätte ich dann mehr Schaden gemacht. Aber das Item rettet halt übelst, weil die halt so viel Magic Damage haben. Die einzige wirklich die AD Damage macht die eine halt und die werde ich jetzt auch rausrücken. Aber meine Rüstung wird halt durch meine Passive halt geballert, ne? Ist halt eigentlich ziemlich geil. Arum Fresh ist halt ziemlich strong. Das, halt, das hier ist halt schwach, aber das halt auch okay. Ich meine, muss bedenken, ne, 100, also 200 Leben mehr oder weniger haben, ist auch nicht schlimm. Vor allem kriege ich auch noch Increase Health. Wenn Leute immer so alleine gehen wollen, check ich halt nicht. Um 66 Schaden. Dafür, dass ich das jetzt erst 2 Sekunden im Fight hatte. Schon krass. Wenn man bedenkt, sich auch noch beim ausgebildeten Item der Schaden noch doppelt ist, auch nicht. Warte, habe ich ziemlich viel Leben. Die sind so schnell. Die scheiß Dinger. Na Mann, die versuchen auch gar nicht zu dodgen. Boah, schlecht, aber ich habe halt prediktet, dass der Typ backflasht, aber das tut er halt nicht. Und dann habe ich auch Geld einfach 1000 damit bekommen. Wäre nicht. War schon nett der Execute. Also da habe ich ja, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich mich executed, da war ich bei 4% sind das nochmal? 5%. Jo Mann, ich war einfach bei 500, ey. Nee, 500 ist Clip, ne? 200, okay. Kann ich machen. Das meine ich kann's. Dass sie meine Kuh blocken kann, ist so lächerlich. Können halt uns tot pauken, das ist halt lächerlich.
Weil durch Gwen W kann ich sie nicht treffen, durch die anderen kann entweder wegflashen oder halt auch. Ach, Caitlin, was wird denn das? Oh, Hitboxen, ey. Wenn das halt so grob kommt, ey. Ach ja, der kann ja mit seiner B meine Tour blocken. Auch wenn ich in ihm stehe. Alter, ist das dumm, ey. Ist das dumm. Das Lamira im Late Game ist so dummer Champ, ey. Ich stehe in ihm als Stun Supporter und kann ihn nicht stunnen, weil er mein Spell und mein Auto-Attack und meine E-Block. Ist das nicht schön? Und dann executen kann. Oh, ist das schön, ey. Ich muss so sagen, war Caitlyn schuld, dass sie halt sich das catchen lassen. Auch da wieder, Mann, ey. Ah, okay. Haben die gut gespielt. Leider auch wieder ein bisschen Champ. Ja, Samira AOE Damage in Aram ist halt geil. Vor allem, wenn man sie nicht stunnen kann, obwohl man sie stunnt. Ich habe dreimal durch sie durchgeguckt, ist auch immer schön. Ja, passiert. Ist halt normal. Ist halt normal, passiert. Kann man nicht so viel tun. Mit Thrash gewinnen kann man halt nicht carryen. Auch wenn man Charme am Ende macht. Also die ADCs halt, ne? Und Vegas CC. Das ist halt, das hier ist halt so. Das sind so Werte. Wenn du die siehst, ne, das ist lächerlich. Der hat einen Spell zum CC'en und hat einen CC damit mehr als der Supporter mit drei Spells zum CC'en. Das ist halt lächerlich. Liegt halt einfach an diesem AOE-Ding. Ah, widerlich. Aber ja. Gespielt von den Gegnern. Hatten auch eine leichtere Kombo, muss man sagen. Wir hatten halt nicht so. Wir hatten halt selber keinen Engage, so richtig. Ich war der Einzige, der engagen konnte. Ah, natürlich sind ja meine Fensteraufnahme wieder nicht. Ah, ist das wieder schön. Und das ist natürlich immer problematisch. So, gehen wir jetzt gleich in die nächste Folge rein, in der ich die Aufnahme beende. Man sieht es dann hoffentlich morgen um 11 wieder. Bis dann. Ciao, ciao und haut rein.